jede einzelne Keimblattkategorie hat seine eigene biologische Konfliktinhalt. Grob gesehen, wir können vier unterschiedliche biologische Konfliktarten unterscheiden und alle anderen möglichen erleidbaren biologischen Konflikte gehören in eine dieser vier Grundkategorien. Entodermale Drüsentumore werden durch sogenannte Brocken-Konflikte ausgelöst. Brocken-Konflikt. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen anfangs. Was bedeutet Brocken-Konflikt? Brocken ist in der Natur das zum Überleben notwendige Speisebrocken oder Lebensmittelbrocken. Das ist die erste Stufe der Entwicklungsgeschichte, wo unser Weiterleben ausschließlich von der Ernährung abhing. Also ich kann die Brocken-Konflikte für den heutigen Mensch ein bisschen vereinfachen, damit wir es besser verstehen. Brocken-Konflikt ist, ohne dem ist das Leben kein Leben, oder mit dem Brocken ist das Leben kein Leben. So einfach. Ohne dieses Ding, ohne diesen Auftrag oder ohne diesen Einkommen kann ich mein normales Leben nicht vorstellen. Oder man wird reingelegt, betrogen, man ist in einem ungerechten Gerichtsprozess und man möchte davon loswerden. Man wurde angeklagt mit falschen Anklage und jemand will etwas Geld von mir rauspressen. Und das ist eine Lüge, das ist ein Betrug. Ich leide darunter, weil ich ständig zum Gericht gehen muss und mich verzeigen. Und ich würde am liebsten davon loswerden. Das ist ein Schmutz, ein Dreck, wovon ich loswerden möchte. Also das ist auch ein Brocken-Konflikt. Noch einmal, Brocken-Konflikt ist, ohne dem ist das Leben kein Leben oder mit dem ist das Leben kein Leben. In das Kleinhirn schlagen die sogenannte Verletzungsgefahr und Beleidigungskonflikte ein, schlagen die Sicherung aus. Ich fühle mich in Gefahr. Jemand oder etwas hat mich angegriffen und ich bin in Gefahr. Oder ich fühle mich beleidigt oder verletzt. Für dieses Konfliktthema ist biologischer Konflikt. Und für die biologischen Konflikte haben wir einprogrammierte Antwortreaktionen. Und diese sind hier die Verdickungen der Schutzhäute. Dritte biologische Konfliktkategorie ist die sogenannte Selbstbewertungskonflikte. Selbstbewertungskonflikte können aus mehreren Ursachen stammen. Zum Beispiel, aber noch bevor ich sage, als ich das zum ersten Mal gehört habe oder gelesen habe, Selbstbewertungskonflikte oder wie Dr. Hammer sagt, Selbstwerteinbruchskonflikte. Ich habe nie gedacht, dass es ein biologischer Konfliktthema ist. Ich dachte, diese ich bin nicht gut genug Konfliktthema sei nur für Menschen charakteristisch. Oh, ich dachte, das ist ein intellektueller Konflikt. Wer kein Problem hat, macht solche Konflikte. Nein, das ist ein biologischer Konfliktinhalt. Und dann stellt er die Frage, wenn auch diesen Konflikt die Tiere erleben können, was war der erste Selbstbewertungskonflikt in der Entwicklungsgeschichte der irdischen Lebewesen. Wenn wir diesen entwicklungsgeschichtlichen Vorgang betrachten, können wir alles besser verstehen. Also die Drüsengewebe brauchen wir zum Stoffwechsel und diese waren ausgezeichnet, sehr gut funktionierend im Wasser. Aha.
dann wollten wir aus dem Wasser herauskriechen und wir konfliktierten damit, dass das Ufer, der Strand des Meeres steinig ist. Und diese Steine können die lebensnotwendige Drüsengewebe verletzen. Also im zweiten Stufe entwickelten wir unsere Schutzgewebe, die die Drüsengewebe geschützt haben. Dann, wir lebten am Ufer oder am Strand des Meeres und wir wollten herauskriechen aus dem Wasser. Und dann bemerkten wir, dass unsere unsere Flossen nicht geeignet waren, auf dem Festland Ort zu wechseln. Und die Tiere haben sogenannten Selbstwertungskonflikt, eine Erfolglosigkeitskonflikt erlitten. Also das erste biologische Selbstwertungskonflikt in Entwicklungsgeschichte war eine Erfolglosigkeit. Mir ist etwas nicht gelungen. Deswegen nimmt unser Gehirn auch heute diese Konfliktkategorie so ernst und damit können wir uns Gelenkprobleme, Knochenprobleme, Bewegungsprobleme hervorrufen. Also in den Hirnsubstanz schlagen diese Selbstbewertungskonflikte ein. Diese können also aus Erfolglosigkeit stammen, aus Erniedrigung, aus Besiegtheitsgefühl. Aber einfacher ausgedrückt, weil wir suchen oft diese Konflikte und wir brauchten sogenannten goldenen Schlüssel, um diese Konflikte schnell zu finden. Und auch so ein goldener Schlüssel ist, was ist in deinem Leben, worin du dich nicht gut genug fühlst? Also ich fühle mich nicht gut genug. Damit können wir diese Konflikte schnell schnappen. Manchmal fallen mir Wörter ein, die ich die ungarische Bedeutung nicht kenne und das fällt mir nicht ein. Also die Selbstwertungskonflikte verursachen bleibende Änderungen am modifizierten Bindegeweben, welche uns unter anderem Ortswechsel ermöglichen. Also Selbstwertungskonflikte kannst du so bestens aufklären, worin fühlst du dich nicht gut genug? Ich bin nicht gut genug. Wegen Verlust, wegen Erniedrigung, wegen Verlorenhabensgefühl. Aber das ist kein Verlustgefühl im herkömmlichen Sinne. Die vierte biologische Konflikttyp sind die sogenannten Trennungskonflikte, Separationskonflikte. Wir gehen in der Entwicklungsgeschichte voran. Unser Körper wird immer entwickelter. Wir haben immer mehr Organe. Wir können immer mehr Funktionen versehen, also versorgen. Und die letzte Stufe ist, wann die ektodermale Gewebe sich ausbildeten. Und dann lebten wir schon in Kolonien mit anderen Artsmitgliedern in einer Gruppe. Und da wurden diese biologischen Konfliktinhalte einprogrammiert. Also alle Konflikte, die im Hirnkortex Kurzschluss hervorrufen, Konflikte, die im Hirnkortex die Sicherung ausschlagen, sind Separationskonflikte. Vereinfacht kann ich sagen, mit jemandem ist der Kontakt abgebrochen und er oder sie fehlt mir. Ich möchte den Kontakt halten, ich möchte in Kontakt, in Verbindung bleiben. Oder
ich will nicht mit jemandem beschäftigen. Ich will mit jemandem nicht in Kontakt bleiben. Meine blöde Kollege kann ich nicht ertragen. Ich will nicht mit ihm in sozialen Konflikt, sozialen Beziehung bleiben. Ich will nicht einmal hören, was er sagt. Also diese Trennungskonflikte, auch wenn wir wollen oder den Kontakt verweigern, schlagen in den Hirnkontext ein und verursachen in der Konfliktaktivphase Geschwürbildung, Verdünnung der Plattenepithelgewebe oder Funktionsminderungen oder sogar Funktionsausfälle. Auch einen Angriff eines Raubtieres können wir als Trennungskonflikt einordnen, da der angegriffene Tier möchte nicht in Kontakt mit dem Raubtier geraten, möchte nicht aufgefressen werden, ja natürlich. Aber dieser Trennungskonflikt schlägt, ich kann nicht fliehen, im motorischen Hirnkortex ein und während der Konfliktaktivität sehen wir Lähmung. Lähmungen, Zuckerkrankheit sind solche biologische Sonderprogramme, wo keine Gewebevermehrung oder Gewebeverminderung entsteht. Das sind nur Funktionsminderungen oder Funktionsausfälle. Das, diese Sonderprogramme nennt übrigens Dr. Hammer als krebsäquivalente Veränderungen, da diese auf dem gleichen Regeln, nach den gleichen Regeln ablaufen. Also dieses ontogenetische System beschreibt, wie unsere Organe funktionieren während einem biologischen Sonderprogramm. Und ja, natürlich, wenn wir nicht in Konflikt sind, wir produzieren diese nicht, weil sie nicht nötig sind. Aber trotzdem, und diese biologischen Antwortreaktionen sind in unserem Gehirn einprogrammiert und wir können diese starten, auslösen. Bewusst oder nicht bewusst ist egal. Aber wenn du dem Konflikt bewusst wirst, damit kannst du dein Sonderprogramm stoppen. Das ist wirklich atemberaubend. Manchmal kann ich immer nicht begreifen, wie klug, intelligent und großzügig Mutter Natur ist. Also wenn du produzierst deine Veränderungen, weil du leidest und dir ist nicht bewusst, worunter du leidest. Du bemerkst dich nicht, nur leidest. Und wenn das passiert, du zwingst dein Gehirn, dir zu helfen. Und da das Gehirn keine andere intelligente Lösung hat, nur diese uralte, steinzeitliche biologische Sonderprogramme, du kannst damit dir weitere Unannehmlichkeiten, Schwierigkeiten hervorrufen. Seit 2 Jahren fokussiere auch auf solche Fälle, wo die Menschen in ihrem alltäglichen Leben nichts geändert haben. Sie sind nur bewusst geworden, ja, ich habe mein Ekzem, weil meine Mutter fehlt mir. Und nachdem die Menschen bewusst wurden, hört auf unser Gehirn zum Reagieren und ihr Ekzem ist verschwunden. Auch wenn die Mutter noch immer sehr selten sie besucht, sie produziert kein Ekzem mehr. Mit dem Kameramann der biologischen Fernsehen hatten wir einen gemeinsam. Manchmal machen wir solche Drehtage, wo wir viele Videos machen und das wird später bearbeitet, vorbereitet zum Veröffentlichung. Und wir essen gemeinsam mit Gilbert Renaud. Ich schlage euch diesen Kerl, weil er wirklich einer der besten Experten ist heutzutage. Über ihn werde ich noch mehr reden, erwähnen. Gilbert Renaud, er spricht Englisch und macht Seminare in Polen, in Ungarn,
in Kanada. Und wenn ihr könnt, bitte nehmt teil am Recall Healing. Recall Healing Seminar. Schaue im Internet nach. Und wir essen gemeinsam mit Gilbert zusammen und der Kameramann sagt, ja, ich habe eine Warze hier, ja, aber ich weiß, wovon es ist, warum es da ist. Und Gilbert hält an, sieht ihm an, wenn du wissen würdest, es wäre nicht mehr da. Und das hat auch mich geschlagen. Was? Wie meinst du das? Und Gilbert hat diese Geschichte in 5 Minuten aufgeklärt. Also rechtshändig für Fortgeschrittene eine schlechte Studie. Eine schnelle Studie. Nicht schlechte, eine schnelle Studie. Der Kameramann ist rechtshändig. Die Warze war an der linken Hand am Ringfinger, sagt man. Am Ringfinger. Das ist ein Konflikt. Ich habe ein Problem mit meiner Mutter bezüglich meiner Verlobte. Und die Luft ist gefroren, weil wir einige Kollegen wissen, dass der Kameramann hat eine Braut, eine Freundin seit 10 Jahren. Und die Mutter der Kameramann kann diese Dame nicht ertragen. Sie findet immer etwas heraus, um die Dame zu kritisieren. Und der Kerl leidete unter dem emotionalen Konflikt. Ich kann es nicht ertragen. Ich will nicht fühlen, dass meine Mutter, mein Verlobter, ständig kritisiert und, sagen wir, nervt. In 5 Tagen, nachdem er dem bewusst wurde, er hat auf etwas anderes gedacht. Aber das war nicht die Wahrheit. Nach 5 Tagen ist die so 5 mm dicke Warze verschwunden. Das war der Punkt, als ich auch mit diesem Thema beschäftigen begann. Ist es wahr, ist es wirklich wahr, wenn ich dem Konflikt bewusst werde und genau weiß, worunter ich leide, kann ich damit wirklich mein Gehirn Antwortreaktion ausschalten? Meine Damen und Herren, ich kann euch mitteilen, ja. Okay, aber müssen wir festlegen, es ist nicht immer eine gute Lösung. Wenn man an den Lebensumständen nicht ändert und ständig beleidigt wird, ständig erniedrigt wird und ständig atrozitiert wird, es ist ziemlich schwer, sich zu halten und nicht aufnehmen. Es ist viel besser, wenn du die Lebensumstände änderst, du ermöglichst, dass du ruhig leben kannst und du brauchst nicht mit dem Beleidiger, mit dem Erniedriger zu beschäftigen. Aber wenn du nicht ändern kannst, sei bewusst, werde bewusst, wenn du genau weißt, worunter du leidest und du formulierst für dich selbst die genauen Sätze, ich leide darunter, dass meine Mutter, meine Braut ständig kritisiert. Wenn du das machst, das Gehirn schaltet die biologische Antwortreaktion aus. Das habe ich schon vielmal mit meinen eigenen Augen gesehen. Aber ihr müsst wissen natürlich, wenn ich etwas sage, ich sage nur, weil ich das mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Ich sage nichts, was ich gehört habe oder irgendwo gelesen habe. Ich sage nur, worin ich todsicher bin oder lebenssicher bin. Also es gibt diese 4 biologische Konfliktarten und all unsere biologischen Konflikte können wir hierher einordnen. Brocken-Konflikte, Verletzungsgefahr, Angstkonflikte, Selbstbewertungskonflikte und Trennungskonflikte, Separationskonflikte. Wenn du einen Konflikt erleidest, was nicht in diese 3 Kategorien gehört, es ist unmöglich, dass du auf diesen Konflikt eine Veränderung produzierst. Es ist nicht möglich.
du siehst im Organatlas diese Tabelle durch mehrere Seiten, weil das das System ist. Und mehrere Themen kannst du lesen mit Rücksicht oder wo wir die biologischen Zusammenhänge, die Keimblattabstammung berücksichtigen. Und hier kannst du auch über die Geistesstörungen lesen. Auch die Geistesstörungen können wir je nach Keimblatt einordnen.